Ja, Gottes Segen, Martin und Ola, die hier gekommen sind und von der noch waren. Noch einmal in Gottes Wort nachdenken. Von der geht mir das an und ans Wort ein bisschen, vielleicht ein bisschen rum zu kreuzen und so, und mit abzupassen, was wir in ans Wort ben luten. Alle Christen besonders, die sind sehr gefragt abzupassen, dass wir in ans Wort nicht erst was denken tun. Weil wir denken dann, dass wir tätig sind, dass wir das durch. Wir haben gerade eine kleine Geschichte vertalen, was wir tun hier, was ein Prediger heute sagt, vielleicht wird es in einer Familie was. Und wir lesen die Geschichte also immer von in der Bibel, wo das dann sagt, dass das Schriftgelehrte, der Pharisäer, der jetzt dann ein Bet. Und dann siehst du nachher in der Zellner, der Bet auch, der Schriftgelehrte, der jeden beten, sage ich, Gott, ich danke dir, dass du eigentlich so sein hast, du Zellner, du nicht. Und das ist hier so sinnlich und so schlag. Und lesen die Geschichte Eva, und wo die Zellner dann beten, der stellt sich ohne Brust und wird sich nicht mehr abzukicken. Und dann ist der kleine Junge, der Mama und der kleine Junge, sie dann diese Geschichte Eva lesen, fragt der kleine Junge, was will uns diese Geschichte lehren? Und dann vertellt die Mama, dass diese Wort will sein. Okay, dann meistens beten sie, und dann betet das kleine Jungfuß und sagt der Gott, ich danke dir, dass du eigentlich so sein hast, der Schriftgelehrer. So dreht sich die Geschichte, dann wirst du immer wahrer. Und ich glaube uns jetzt, dass alle so, wenn wir uns meten wollen mit irgendwem, dann finden wir immer irgendwem, was gerade sind als uns wie. Und wir wollen von dir in Schrift nennen, wir wollen rütteln, was sind die Folgen, wenn wir ein anrennendes Wort haben. Ein anrennendes Wort, meine ich, du so mit, wenn wir hier nie in die Zeit wollen reden von ein anrennendes Wort, dann meine ich, so, dass wir Sünden in uns Leben haben, und wir tun nicht den Tag, wir tun nicht Buße, aber wir haben einfach einen Sinn, was wir vielleicht im Geheimen tun, oder was wir vielleicht immer weiter practicing tun, was kommt du rüt. Und ich würde mir hier gleich von jenen mehr, von hier von dem Meer ein bisschen Gedanken Rüte hier. Haupt, dass wir alle ein bisschen ableben, dass uns nichts zu sagen schleppern wird. Was würde sein, was passiert, oder was hat Jünt dort nur bewirkt, oder was wird die von irgendwem, wird nicht nur mehr sein, was passiert und was kommt du Rüte, wenn wir Sünden in uns Leben tachlohen? Wer sagt immer, was da? Was kommt du Rüte, wenn wir Sünden in uns Leben tachlohen? Gästliche Leben geht dadurch kaputt. Noch wer? Wir waren better. Okay, noch wer? Campen ansehen, Rüd. Mass. Eine sind rup, eine andere sind fair. Glückaltigkeit. Das ist ein Fehl, nicht? Das ist ein Fehl, der wird in uns Leben wird Sinn für uns angeht. Und ich denke, das wird hier gesagt, dass dort ist, und dann sind die, du kannst so euch wollen. Wer will mal lesen, in Sprüche Feuer 23, in 24, in du kämpft auch, wo du rüht, du sagst, die Wahrheit bin, wo dann rüht kämpft, wenn wir in uns Wort ans Wort, das bedient so viel als ans Berner steht, also was wir sehen vom Bern, wo wir denken, wo wir handeln, wo wir aktuieren, alles. Das heißt, es der Sprüche Feuer 23 und 24. Da sagt der Meier, aus allen anderen behüte, also post ab nur den Wort, dann von du geht dort Leben üt. Du weich von dir der Falschheit von dort Mühl, also leges, schlechte Dinge, in verdrehte Rede soll fern sein von dir, also weit weich sein, verdrehte Rede. Meier aus nur alles sollst du in den Hort abhusten. Weil du ans Hort dort erst dort, wo wir in uns Band sind. Ich weiß nicht, richtig kämpf rüt, ich weiß nicht, wo es beginnt hat, aber richtig klar kämpf, so ein Fährten rüt, wo du in uns Band einmal drehen hat, du, wo wir uns verfehlen.
Vad är det vad vi ens rättigt för fjärn då? Vi väser kan få ut sin gröd flikvotrit. Ja, har du det mer för det står? Det är flikt oss vårt en bäst du bänas. Det är en bit så bän amma drejan det. Det nästa, vad är sig för fjärn det är svå? Det andra har en fot en trej. Det är en bit som rachen i bän. Fots. Und das ist so ja verschieden. Dort ist nicht unbedingt dort krank entscheidend, dort du bist, aber dort ist so leicht dort, mit wo der Mensch sich beschäftigt hat, innerlich, dort ist, wo du rückkommst in eine so hohe Situation von Verfehlen, von Knacken, von Erswort. Weißt du, meine Früh, wenn die sich knacken, hat gesagt, der hat immer an die Reihen. Ich weiß nicht, was ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, in der Sester sage ich, sie will sich auch gut euren, aber in dem Fall, wenn sie sich an der Goldrit genommen, können sie sich gleich euren. So, wenn das ist dort wir, dann würden wir uns alle Wahlen in den Goldring nehmen. Aber weißt du, wo ich so ehrlich verstellt bin? Mein Geschlagen nicht jeden habe, aber mich hungern nicht. Und ich habe wenig Menschen noch bei mir getroffen. Und da haben wir das so krank posten, das war nicht, und es fehlt eine Schwappe in spätze Korn, wo du erst wo sind. Aber weißt du, wir kommen alle in Situationen, wo du zurückkommst, wo du bist. Und das ist nicht gut. Auch eben wer immer, wo von der Situation dort ist, wir können es nicht reich vorgehen. Wir können es nicht reich vorgehen und sagen, na ja, das ist auch wegen mir Hunger so sein, nicht? Und du wegen kann ich da sein, andere Spikes sein und so wieder. Das hoffe nicht. Und ich wollte, dass wir in den Airport, wir haben auch lange nicht gegessen und ich will ganz mehr. Und wir in Mexico City haben uns gesagt, und ging das alles so langsam und ich war auch so eidelig über das alles und wir haben Torschen mit und das noch alle wehen. Und dann so heute das immer hastig, dass die in den Airport, die Jungs, die schleppen ab den Dash, wo die sollen Torschen nur sein. Die schleppen, die liegen da oben, nicht die schleppen da oben, die liegen da oben. Aber ich war so verstanden, ich nahm mich vorne mit Bella von dort. Und also das war wir Verklärung, ja, das war wir Papa sein und die waren ab hier mit dort. Ich war so verstanden über das Ganze. Und dann wäre das weit in Mexiko, dass sie einmal erst noch einen Kurs und dann am Knöpfe drehen, wenn das rote Dach kostet euch, wenn das rote Dach kostet euch, wenn das rote damals noch Torschen und nur sein. Und dort wäre noch, und dort stammt den nach, alle nicht bei mir. Wie alle nicht, dass es so sein. Dann dachte ich bei mir so, dort muss ich verstehen, dass es geht mit dem Ganzen. Ich war so kaputt über das Ganze, ich war so schwer, ich muss mich so sehr eilen in mir selbst, ich war dort. Und dann ist es stark wie ein Vorrecht, ich habe wie Meier, ich habe verbrückt und habe immer dann fallen mir das Bier. Weißt du, wo das macht Luten? Wann dort zu sein, wie er hier bei ist. Dann muss ich Buße tun. Ich sage, hey, das hoffe ich. Ich muss mich beherrschen. Kann ich mein flöschlichen Eva Luten rüttfahren und so wieder. Und dann fange ich an, Bella aufzulaschen. Ja, das ist okay. Wir wollen weiter nicht. Das ist die Erde, Arbeit. Und dort erst, wie kommen in Situationen, du kämpfst dort rüt, wo du bist. Ist. Luther hat den ja ein bisschen da alle neue gekickt, neue forscht und alle sagen, ich hab den Knöpfen abdrehen, also die Reihen rot dachen nicht. Dann brücke ich mir nicht mal euren, Gott sei Dank. Wir gehen noch durch, dort nehmt der Tiet, wo du dort, er kann dort ganz aus Nische und abdrehen, nicht wo wir dachen, die Reihen rot. Ah, rot, gut, tauschen ab vor dich. Brücke nicht mal kreuzen an euer. Aber wenn wir uns beschäftigen und wenn wir nicht uns Bannerstedt abhusten, und wir wollen so nahe, wir wollen so empfindlich über verschiedene Dinge, wenn du dort eine Situation in unser Leben kommt, dann wird du rüt kommen, wo du Banners Gott wird in unser Leben wird verschaffen, und dann wird du rüt kommen, und das ist besser oder dead. Das ist so schwierig, wenn du so Bann bleiben, wenn du das nicht scheuen. Wir wollen uns nur Judas betrachten, und wir wollen sein, was da im Hort hat. Und wir wollen lesen in Johannes 12, auch in Matthäus 26, in der Luther, wo wir in Johannes, Matthäus lesen. So, ich muss in Johannes 12, und da fangen wir von Judas in der Anstellung, und da mag wir dort auch rüttchen, wo wir, und wir wollen lernen von dort, wir nicht wollen uns uns dort leisten und uns hat eine Eurechtigkeit Tochter und wann wir dort ich meine, dass du dort bist. Johannes 12, Vers 3 wieder. Du kommst dort auch rüt, weil wir müssen sein, was du passieren lässt. Dann nimmt Maria ein Pfund echter köstlicher Nardensalböl, salbt Jesus de Feucht und riede mit ihrer Haar.
Das Hüß aber wird erfällt von dem Geruch von der Salböl. Dann seht Judas Simons Sehen, der Iskariot, einer von seinen Gängen, der am Dun nachher auch verruhen wird, verschwief. Wem wird haben sie diese Öl nicht für 300 Denaren verkauft und dort der Arme gegeben? Dort seht er aber nicht, weil er sich an der Arme kämmert, sondern weil er ein Dieb wie, also ein Stehler, in die Kosshor in Drehundeur, wo Angela wird. So, nun stellt ihn vor, hier ist Judas, diese Geschichte hier so, wenn wir dann in morgen dann haben ein Argument, wo er hier sagen wird, und sagt, wem wird es dort nicht lieber verkauft worden für 300 Denare, und morgen dort, wo er sagt, man das Geld eben soll ihr tun, ein Arme gegeben worden. Furz, da hielt sich so, okay, so, naja, böse Wurbe auch nicht haben, nicht? Das hier vielleicht auch eine Verschwendung hier so. Man hat sich so noch nicht gekriegt. Arme gegeben, hielt sich schön, hielt sich jässlich, und es geht. Und dann, wenn wir gehen dann in Tienden, fahrst du so, als dort aber Jesus merkt, dann sehr hat er ernst. Wenn wir bekommen, je diese Früh, sie haben doch ein gutes Werk an mir tun. Denn die Arme haben je alle Zeit begünt, mir aber haben je nicht alle Zeit. Okay, Judas kriegt hier eine Konfrontation, sein Hort wie eingestellt, ab erst wird, aber wird er ohne Schritt sein dort. Heu wie innerlich ab eine Weich eingestellt, rüht sein dort, er wird unrüht. Und dann hat Jesus dort hier so einmal mit gekonfrontiert, einmal am ein bisschen wird sein, dann mag ihn dort fast 14, Judas interessiert das nicht. Er kann dort nicht verdrehen, was dort hier so und ging, dann ging einer von den 12 namens Judas, Iskariot Han, der oberste Priester, in Seher. Was will die mir geben, wenn ein Kind am Verruten war? Und sie sagten am dich selber länger Fuß, und von du uns sagt, heu eine Gelegenheit am zu verruten. Was glaubt ihr? Wie Jesus so streng und Judas non gegangen? Hat Jesus so direkt Judas angeredet? Aber wenn wir erst nun, dass Judas dort hier so nicht verdrehen kann, und hier jetzt nicht der Priester, und hier sagt, was wollen wir jemand hier, mein Kind, den wir verruhen? Wie Jesus so streng gewas, zu Judas, wer sagt dir was? Die Bibel wird sagen, nein, nein, das ist Jesus, das ist kein Fehler, nicht? Nein, nein, weil wir noch mit wieder nennen. Wieso verdrückt Judas das nicht? Judas, wir sind so näher, ja? Wir sind empfindlich. Er wird. Wenn wir dort mal betrachten, wenn wir mal wieder nennen, in Judas sein Leben, und hier so, wo wir verschiedene Situationen fangen. Einmal erstens ist das, Judas hat hier so eine Idee, und heute sage ich, wem wird es denn nicht verkauft worden für 300 Denaren? Er wisse gar den Preis. Damit er hat mit dir all überlegt für das Ganze. Und dann sagt er, die Arme dort zu geben, dort Geld. So er hat in der Publikamente futzen sagt, fein Plun sein. Dort wird alle Monde futzen wohl sein, sagen, na ja, gut, wieso es denn nicht? Aber dort sage ich hier auch noch, wo dort sage ich, Judas wie ein Stehler. Judas wie ein Dieb. Und wem wird, sagt er hier so, Weil er ein Dieb war in den Kosshor in 300, wo du nennst, gleich wie. So er hat immer wahre Geld von dort für sich genommen. Er hat die Rüte gestohlen in den Kos. Ein Prediger, der vertalt mal, für einen Tiet hier, der meine Botschaft, ein mexikanischer Prediger, und er sagt, es ist das. Er redet von den Accounts in der Gemeinde. Dann sagt er, was von der den Menschen alles Geld in ihr Haus kann, sagt er, wollte er nicht mehr, weil er soll ich sprechen. Dann sagt er dort, da wie ein Bruder, der Gottesdienst wie der hier war, und ich habe einen Bruder noch arm, und dann sagt er, weißt du, was der Diakon hat sich, was Geld in der 50 Stab. Von dort, was er hat ich genommen mit dem Kurs. Und dann sagt er, dort kann ich sein. Gleich wirklich sind dort, wo er da und ja. Und dann habe ich als Prediger, weil er nicht mehr tauscht tun. Und dann, wo ich am war, dann sagt er, der Diakon hat sich war Geld gestohlen von dort. Und heute sage ich,
Und Mr. Chura aber sagte, nächste Mal, wenn ihr dort sein lässt, dann kämst du mir fort sein. Gut, was er tät wieder, dann sagt er so, nie, haft er jetzt wahr. Gut, sind die denen, dann sagt er, den die kommen dort. So, die lässt die Geld nehmen von der Kurs. Oh, aber nee, wieso, Gott sein Geld, du würdest nie nicht von ihm. Und dann hoffe du um vor Bräuter mit und sagst, du den muss nur sein. Das ist gut, kann lohnen nicht. Und dann sind sie in den Fürpen nur sein, wenn er will nicht looten. In Geneva fingen sie Geld zu werden. Und das Prediger ist so verdorben, ist so erschrocken über Rot. Und dieser Braut fuhrt es aus. Und dort hält der Kollamunisch nicht mehr an, und diese Kirchen so. Und dann, ja, für alles, du warst hin, das ist gut. So, der Haar, all meine Tiet, Arme, war. Und während er dort hört, Holwisch hofft alles. Aber war er bei den Höhepunktcamp, dann brachte er alle Tug. So, des Judas hat sich auch einmal Geld genommen, von dir so. Und heu wollte auch krieg, wo wurden Fähne annommen sein, das Fähne Business mache ich. Und dann sagte er, der Arme hat gejäfft, dort hielt sich auch alle so jässlich, aber das sagt du heu wie ein Dieb. Und was ist dort in seinem Leben? Also, wieso kommt dort bei dir, wo Jesus am dann ab einmal sich angerieten Daten sagt, wo dort steht? Wieso ist dort bei dir so? Dort hat er dann ab einmal sich abgedeckt. Und er kann nicht mehr dort handeln und hat jetzt in dort eine Gelegenheit, sie in Jesus zu verruhen. Und manchmal dort hier so, dort sagt hier so, aus der Arme schon war er Geld geboten, drei, er darf dich selber länger. Und dann sagt dort, von du an, sagt heute eine Gelegenheit. Also meinst du, Felix, dann ständig einmal waren eine Gelegenheit sie. Worauf haben sie ihn heute gedreht? Nicht bloß ein Nummer, nicht bloß ein Mal erstmal, ständig abgepost und so gedacht, wo wird mir das eine Gelegenheit geben, um zu verruhen? Nun werden wir gucken in Johannes 4. Johannes Kapitel 6, Vers 65, und du versiegst Jesus all, seine Jünger dort zu sein, dort du erst wer erst darf, nicht in Abrechen hört. Johannes 6, 65, da sagt es dit, aber du seid einige euer Jünger, die nicht glauben, denn Jesus wird von Anfang an werden wir, die nicht glauben, und wer am verruden wurde. Also Jesus sagt, du so nie all, und Judas ist du so mit an. Wahrscheinlich hat Judas hier all ganz verfall den Kurs gedreht. Wahrscheinlich hat er einen Schof Geldrücke stuhlen von dort. Und ich sage Jesus hier so, du seid eins, die nicht glauben. Was glaubt ihr, was Judas du gedacht hat? Ah, wird es dort auf einmal Petrus sein? Oder ist dort auf einmal Jakobus oder Johannes? Wollt du nicht glauben deinen? Na, no, Judas hat vielleicht bloß dort glaube ich auch, du warst ein Einziger sein, der nicht glauben, ja? Vielleicht auf ein Publikum ist es das, man Kopf gedacht. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, das kann doch nicht sein, dass du nach Wünschen bist. Dein Menschen mag sein, die nicht glauben wollen. Ich weiß nicht, was Judas wird getan haben. Wenn das deine Jünger nicht gemacht hat, was Judas tut. Aber Judas weiß im Hort ganz genau, dass er anabrechtig wird. Er weiß dort, du so. Er weiß dort, dass er angesagt wird. Was er killer kann ich doch nicht, ganz schnell. Kann ja auch lesen, was man nicht da sein kann. Stell sein. Einzige muss sein, der irgendwo nachher mit der Bibel ist, dann sagen sie, den Wesen, nee, den Narr wurde all ungeregen, das Weisheit, wann er schnell ist. Vielleicht war Judas hier ein bisschen schnell was. Aber hier ist er noch schnell. Aber er weitet in sein Hort ganz genau. Also Jesus hat am Du eine Gelegenheit gegeben, möchte ich dort Johannes saß. Das soll weit verher, wo das aufhängt. Nun, in den 7. Vers ist der Vers, Jesus umbohrt Judas seine Anstellung ganz klar. Aber Judas blieb still, werden wir lesen. Dann sieht Jesus zu den 12, weil die nicht auch wach tun. Jesus hat so rechtlich was geredet. Dann antwortet am Simon Petrus, Herr, nur wem soll wir tun? Du hast wir von euch leben, und wir haben dir geläuft und erkannt, dass du den Christus bist, den Sehen von dem lebenden Gott. Vers 70. Jesus antwortet, habe eigentlich jün 12 erwählt, und doch einer von jün ist ein Teufel. Einer von jün ist ein Teufel. Vers 71. Heute redet aber von Judas, Simons Sehen, dem Ischariot. Denn dieser soll am Verruden heu, der einer von 12 wir. Also hier so war er. Der Tiet verjährt,
Und eins hier, Jesus hat für uns gesagt, dort nicht alle Gläubigen. Und nun sagt er noch strenger, du bloß ganz Charakter sind 12, und dann sagt er, einer von denen ist ein Teufel. Das ist auch noch in den sechsten Kapitel. Was glaubt ihr? Was du das, dass ihr wisst, und ihr von anreden seid? Ganz bestimmt. Wenn du das wie ein Dieb, sagt der Luther. Heute sind die Anstellung wie nicht du, aber wie schmeckt du mank? Wie schmeckt mank die Versammlung und wie schmeckt mit das alles? Judas hat den ganz besten Prediger, Judas hat den ganz besten Meister, Judas hat das ganz beste, das perfekte Vorbild in seinem Leben. Judas könnte wunderschön mitbeleben mit Jesus zu aller Deut. Dort hat Judas alle mitgekriegt. Judas wird ganz, ganz dicht bei und ganz involviert mit dem Wort Gottes und was Gott so ganz im Plan hat. Und Judas, Jesus sagt ihm, dort hat ihm das erste gesagt, nun sagt er dort Wahre zu ihm. Und Judas blieb ganz still. Und er erinnert sich nicht. Er blieb hart ab seine Wahrheit. Wenn wir lesen nun in Johannes 13, du so sollen wir noch mehr, wo du so passieren nicht. Judas ist still geblieben, was hier so, Johannes 13, Vers 2. Also du hast das all bei dem Mahl, übermal. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, als der Feind am Allhor in Hort gegeben, am zu verruden. So mag ich, dass das bloß euer und euer und euer geworden. Und ich kam dort bei dir so, wo heute all in sich ganz vorher gemerkt habe, ich will Jesus verruden. Also sein Ziel, seine Gedanken und sein Plan, wie er mir bloß nicht gelegen hat, sie in Jesus zu verruden. Also mag ich dort bei dir kam, wenn wir senden in uns Tor Tachlund. Bei dir kann nehmen. Und das kriegt, was ihr schon mitgedeutet wird. Einen Sinn für Anleitung in die Rate sind zu mir. Wenn ich einen Sinn tachlun da in mein Hort, das wird nicht der Sinn blieben mit uns. Und zwar, ich war böse da und tern, und ich war mit dem Sinn aufschließen, aber dieser Sinn, wo ich tachlun da, der wird mir an, dass ich noch eine schlimmere Entscheidung mehr an war. Da wird bloß nab und nab und nab gehen. Das Krieg wird hier so mit Judas passieren, während er ganz, ganz dicht bei mit Jesus zu wohnen. Als nun der Feind, der sind dort in Hort gegeben hat, Jesus zu verruden, als Judas schon aus alles berät hat, Judas hat alles berät, hat er die selber Linie und hat alles berät, was er so hat, gedun, seine andere Partner, der weiß nicht mal, was er alles hat, für Schacharien gehört du so, in Gelegenheit sehen, dass Jesus zu verruden, er kann so Schmack mit Hecheln, mit der ganzen Gängerschaft du so, ja. Der andere Gänger, der mag nichts nicht von Judas hier so. Matthäus 26, 24, du fängst wie, du der Jesus dann, also so weit, wo er alles all vorher geplant hat, mag ihn dort, wo du danach passieren hast. Matthäus 26, 24, wieder. Du sagst, Jesus, der Sehen von den Menschen, der jetzt du hast, wird von einem geschrieben steht. Aber wehe der Mensch durch den, wo dann der Sehen von den Menschen verruht wird. Dort wir für den Mensch beten, wann er nicht geboren wird. Und dann hörst du, wo du wieder sein hast. Und dann antwortet Judas, der am verruht, und sagt, Lehrer, doch nicht ich. Stadion 4. Krieg Judas, der sagt Rabbi. Rabbi wird wie ein Titel für ein, der deutet in ihrem Fall ein Titel für ein Lehrer, und heute sagt du zu Jesus Rabbi, doch nicht ich. Jesus sagt ihm, du hast das gesagt. Aber nicht hier so morgen dort. Von lang her, ich stelle mir vor, von ein paar Jahren oder euer, wo Judas wie mit Jesus zu tun, woher hat einmal Geld gestohlen und Judas hat einmal Ware von Jesus gehört. Einer ist ein Feind, der einer gläuft nicht. Und Maya so eine Gelegenheit, wo Judas alle wegen hören dort. Und Judas, wenn wir so gewusst haben, von der ab der biblischen Geschichtenbücher, alle Helden, die haben ja immer einen Rand hier gewohnt, ja, hat das mal sein. Ich stelle mir vor, wenn Judas, wenn dort wurde so gesagt, gewusst, er wurde auch ein ganz Dach in der Rand gewusst. Er wurde auch ganz umfrommend, die Sache mehr.
Ja, alles so herrlich und so wieder. Nee, Judas weiß ganz klar, wo du bist. Aber er leidet auch. Er leidet ganz doch. Dann berät er allen Priester und alles, wo das Wort sein. Dann sagt er, ist dort noch einmal mehr als mal. Dann sagt er, weißt du was? Einer wird verruden. Judas sagt, sag doch nicht ich. Dann geht er wieder, du so, Jesus fängt an, du so, der ging ja die Feit waschen. Petrus hast du auch gemacht. Petrus sagt, nope, du kannst mir nicht die Feit waschen. Und dann sagt Jesus, du so, dort, wenn nicht laut waschen, dann können sie nicht geraten werden. Petrus sagt, Herr, dann nicht bloß die Feit, dann lass mich auch alles waschen. Schaut dir, wie Judas hier du alle. Was Petrus du sagen hat. Judas blieb still. Johannes lädt ihn verstehen, sagt Jesus, ist das, wer Gebot ist, der hat nicht nötig gewaschen zu werden, ütgenommen der Feit. Dann heißt ganz rein. Dann sagt Jesus, du, je sind rein, aber nicht alle. Noch eine Gelegenheit für Judas. Je sind rein, aber nicht alle, sagt Jesus, du so. Stell dir für Judas. Der hat du all berät, der dich selber legen. Und ich kriege hier so noch wahre die Gelegenheit. Dann wollen wir so lesen, und den 21. Vers. Als Jesus das gesagt hat, dann wird er im Jes erschärft und er bezeugt und sagt, wahrlich, ich sage Ihnen, einer von Ihnen wird mich verruden. Noch eine Gelegenheit für Judas. Wahre du so ganz klar, Judas in Hort, er weiß jedes Mal, dass wir am gemeint. Jedes Mal, wenn er Hordu senden in sein Hort, wo er dort ganz Pleitsch holen und er kann uns so erstmal Pleitsch holen, er wird sehr professionell für dort. Wenn die Gänge wissen, dort alle nicht. Und dann mache ich dort, was wurde Punkt Camp in den 13. Vers 27. Du sagst, es ist das. Und nur den Bissen, sagst du hier so, dann fuhr der Satan in Arm. Dann seht Jesus zu ihm, was du tun wirst, was du baut. Der ganz heiße Punkt hier so nicht. Wo fährten, hat Judas dort gehört von Jesus, dort hat er nicht abrechtlich wie in sein Hort. Und alle wen hat Judas die Gelegenheit, wann er will, er kann Buße tun von dieser ganzen Situation. Judas ging endlich, nicht gerade dort selbst hier, aber Petrus, der den Herrn auch verliehen, aber Petrus, wenn er dort ansagt, dann hat er Buße. Judas nicht. Judas hält dort in sein Hort Fuß. Und was dann auch interessant ist hier so, Satan fort in Judas Nähen, er wurde besehen, und so gesagt, dann sagt Jesus weiter, dann sagt er, was du tun wirst, was du willst. Der andere ging in den Morgen, haben wir nicht, was du angeht. Wenn wir hier so wieder lesen, in den 13, Vers 28, du verstehst, ob bei keiner von dir, die du an der Seite deuten, wurde er entarmt gesagt. Dann einige Gläubigen, willst Judas die Kost drehen, der seht Jesus da am Tjöp, wo wir zum Fass neulich haben. Erde, andere Gläubigen vielleicht, okay, soll die Arme wo geben, Judas wie sowieso selber sorgt über die Arme. Und ich sagte, da sind so die 300 so ungefähr die Arme gegeben worden, und das eine, oh, naja, Judas, was ich nicht um die Arme wo geben, ja, das ist die Arme, habt ihr Amazon, was für die Arme. Und vielleicht dort gläubt, ich habe hier so rüht, verstarrt ich, als nicht der sei dort genommen hat, ging er kurz rüht. Und dann wird er danach, sagt er hier so, stellt ihn fair, was hier alles angeht. Jesus weiß, diese Detail ist ganz krank. Judas auch. Er weiß auch, was hier so angeht. Aber andere Dinge, die wissen gar nicht. Das bleibt für dich zu. Im Garten, also Judas kann hier so mit mir an das Ganze, dass keiner von diesen Dingen dort mehr in tun. Wenn sie dann nicht im Garten sind, dort geht wieder in Matthäus 26, Vers 47. Und während er noch redet, also Jesus redet und nicht zu seinen Jüngern, mit wohnen heute wir im Garten gegangen, Matthäus 26, 47, da sagt er, und während er noch redet, kick, dann kam Judas, einer von den 12, und mit ihm eine große Schor mit Massage aus Schwert und Stärke, geschickt von den ewigsten Priester und Ältesten von den 12.
Also des Judas, der am Verruten dort, hat er ein Tegen gegeben und gesagt, den er küssen war, der erst dort, den dort geschrieben. Dort, wo du Judas hier so dort küssen, da wir gleich wird abfornet. Da wir gleich erst wird, wo du wird abfornet wir. Nur dort wir normal wird immer passieren dort, wann der Jünger ihren Meister begegnen dort, Judas erst ganz respektvoll und jetzt nur Jesus, so aus normal meint die Emma. Da wir ganz gewöhnliche Sache, dass sie ging in deinen Flächen Hund, ich weiß nicht wo, sie sich waren begrüßt haben, vielleicht auch ohne Bark, ich weiß nicht wo sie sich waren, du so, das ist einfach eine Begrüßung, so wie von der wollen gehen, den anderen die Hand geben. So simpel ist das, du so, und heute jetzt, und hoffe, dass du sagst, den, wer möchte du begrüßen, wo, dort erst den dort schrieben, du wir seine Gelegenheit. Und dann sagte du so wieder, ein Fuß ging hin zu Jesus und sagt, sie gegrüßt, Rabbi. Also ganz normal, respektvoll begrüßt. Und dann haben du so küssen. Du wieder Höhepunkt. Aber du so kam diese ganze Situation. Wenn wir nicht gucken, dann, Judas, der hat so viel Gelegenheiten gehabt, zum Buße dann von seinem ganzen Leben. Und wenn wir diese Historie nun andrehen, dann, von der hier so eine Angst. Vielleicht ist das auch mit dir, mit mir ist das, dass wir hier und dort einmal waren von dem Evangelium, wir hier einmal waren von Sünden in uns Hort Tachluten, wir hier und dort einmal waren und wir merken uns einmal waren Hort. Und wir wollten das auch ganz genehm. Ich habe durch Sünden, wo ich mit schlafen habe. Ich sage, du eigentlich Fuß ohne Sinn, wo ich du habe. Ich dachte, du pleitsch ist, wo. Keiner weiß dort. Und wenn du gepredigt wirst, ich sage, meine Heimat, und sage, keiner mag dort. Der andere, meine Partner, der weiß dort gleich. Er hat sich immer dort meistens gerührt, dort sperrt sich so, der weiß dort. Aber auf einmal hat sich fängig, der Dach ist, wo ich, ah, no, der weiß doch nicht. Kann ich doch noch länger leben in meinem Sinn. Judas, können lang, du sollst dort in den Sinn leben. Aber der Herr dort, Stopp für Stopp, einmal war, dem Nura und Nura und Jeff Judas gelehnt hat, bußet hat und über seine Sinn. Judas deut nicht. Aber wo kann das fehlen, wenn eigentlich die Sünden in uns Leben Tag lohnt? Aber wo kann das alles geben? Judas brachte das Badur, dort hat den Herrn aufsagen dort. Judas brachte das Badur eben ähnlich, wie kann es dort sein, er war zum Verfolger. Schließlich war heute im Verfolger du so für den Herrn Jesus. Ein Dämon würde vielleicht sagen, na, Judas kann auch nicht anders, Judas wird du erwählt. Nein, Judas wird nicht erwählt, dass er diesen Weg gehen muss. Gott weiß, dass Judas wird diesen Weg gehen und Gott hat alle Eier abgeschrieben, dass Judas diesen Weg wird gehen. Aber wir nicht, weil Judas muss, sondern wir wegen Judas wollen. Und du wegen Gott weißt, dass er abgeschrieben hat vorher. Gott weiß, dass du als ein Judas der Wort nicht Buße tun. Und Judas, der Wort so viel Gelegenheit kriegen, so klar, was Judas in Tiet aber Gelegenheit kriegen. Er war sein sinnlichen Zustand in Judas, nu. Ganz schmack, fromme wir, sagt er, den Rabbi, nannte Jesus nach Emma, dem wir möchten begrüßen, Geld soll verkauft werden für arme Menschen. Er meinte, der Salbe soll verkauft werden und das Geld soll arme Menschen gegeben. Er hat so eine schmacke Helde wie er. Aber ähnlich im Hort wie er ganz, ganz arg eingestellt. Wo sieht das aus mit mir und mit deinem Hort? Habe ich so auch Sünden bern, wo Gott ein Tag wird eben der Wort so lange an uns drehen? Der Wort so lange drehen du so? Nicht unbedingt um mir und die Dom tun, sondern die will uns die Gelegenheit geben. Die will uns dort wissen, wo du bist. Ist. Wir glauben, dass es muy in uns hinter. Ich fange dort mal so an, wo das einer durch ein Bild gemalt ist. Der fängt erst wo ein clean Leben, und dann sieht ihn so sehr schmuck, der fängt ihn an zu besorgen, mal zu geben und so wieder. Und am meisten ist der Leben groß. Und dann tüscht sich das Krieg an. Dann wird heute Nahrung für den Leib. Wir glauben an Simon, der Sinn ist inoffensiv. Der Sinn, der wird mir auch nicht mehr in uns vor. Aber den Tag, ab dem Haus, wo wir die loswerden, dann machen wir das wie kein Gott.
wenn wir mit der Tochter unter. Wenn wir dort von der nach morgen und wir sagen, ach ja, du wirst errichtet werden. Und wir denken vielleicht so, naja, für mich ist das alles zu laut. Ja, eine von den Frauen, die du immer war, sind, wie viele Menschen dort erst diese Frau, habe ich das auf einmal alles zu schlimm gemerkt. Er habe ich auf einmal all den Heiligen Jesus gelastet, dort ich auch gar nicht mehr Buße tun kann. Weil wenn wir die Frau haben, und wenn wir auf einmal morgen, ich habe gesündigt und ich würde eh nicht sagen, Buße tun. Wenn wir nach irgendeiner jässlichen Frau eine Besorgnis haben, über Sinn und über Gerechtigkeit, dann ist dort noch nicht die Lut für uns. Wegen wenn wir eine jässliche Frau haben, über Sinn und über Gerechtigkeit, dort wird der Heilige Jesus all bewirken in uns. Dort haben wir all von den Heiligen Jesus und dort ist all der Raub von den Heiligen Jesus. Dort ist all der Moment, wo der Heilige Jesus sein wird. Du, gut, du hast die Gelegenheit. Dort bist du gerade du gemeint. Kriegst du zu Judas hier, so Judas wisst dort in Hort. Jesus hat keine Brücke nur mit sein, du so, aber Judas hat immer krank gewissen in sein Hort. Der andere ging ja wissen gleich. Bei den letzten Moment nicht. Aber Judas wisst dort, dort sein Eck gemeint. Eck soll Buße. Wegen Wort, wenn Eck hat du so, errechte Dinge, wo Eck da. Eck hat vielleicht schlechtes Spiel, Eck lebt vielleicht in Pornografie, Eck lebt vielleicht irgendwo in Drogas. Ich lebe vielleicht irgendwo in falsche Business, ich lebe vielleicht irgendwo in Hierarchie, ich weiß nicht. Wenn der Herr unreden lässt, weil wir uns nicht hört mehr an das Judas hier so doll, wenn ab eng wird es für Judas tragico. Ab eng Judas nimmt ein Heu, er jink und er nimmt sich dort leben. Er kann dort nicht mehr stehen. Aber wofür hat er Gelegenheit gehört? Das wollen wir hier an der Kino. So viel hat er eine Gelegenheit gehört und er nimmt bloß nicht wahr. Und wenn wir von dir dort wird hören, und wir sollen dort, dann sollen wir vielleicht auch, so ist Gott selbst seine, zu sein Volk Israel, das Volk Israel wie auch als so eine schlimme Wegung und hat so ganz, ganz ordentlich gemerkt, habe ich mir, was der Herr danach sagte, das Volk Israel, er sagt, es ist wo ist dein Hort drehen von deiner Bosheit, o Jerusalem? Dann sagt er, du, die dort drehen wollen. Also, sie selbst können dort tun. Und denen dort, sie müssen die Entscheidung machen. Dann sagt er, du mir doch die Gerade wurscht. Wo lang soll deine heillose Plun in dein Hort bleiben? Sagt Gott, du so. Nicht da, wann's fair, Jesus selbst, Gott im Old Testament, Jesus im Neuen Testament, immer war er, der Mensch könnte so schlimm gemerkt haben, was er will. Dann sagt Gott, der Buße von den Sinn. Wo lang wirst du leiden? Wo lang wirst du schwor haben? Der Buße von den Sinn. Und dort wünsche ich für jüngst für uns alle, dass wir durch immer nur denken und nicht lohnen, dass du kannst eine Eurechtigkeit, einen Sinn in uns Hort bern bleiben, wenn das Wort ab eng nicht übt. Ein Tag, und zwar, wenn du von dir nicht Buße des, von deinen Sinn, morgen wird es ein Punkt höher sein. Ein Punkt schwander. Wo schwor soll das werden? Vielleicht denken wir so, naja, ich war morgen, dann muss du fair, dann mache ich das morgen bloß durch. Ja? Wenn es so schwor sein, dann mache ich das morgen bloß durch. No, das wird nicht bloß spannender. In der Hinsicht, dort du das wirst durchmachen, sondern du wirst ein Punkt weniger wählen. Da wird ein Punkt spannender sein und du wirst ein Punkt weniger wählen. Und da wird ab ihm schwor. Und ich Mensch, und ich bin so eine Frau und ich denke, Gott schafft und jüngt. Und ich denke, Gott hat jüngt bei dir geführt. Wieso sei ich nicht irgendwo ab Goss? Wieso sei ich nicht irgendwo ab Partys in der Welt? Wieso gehe ich nicht dorthin heran? Dort erst, wenn Gott beschützt wird. Gott hat ihn bei dir geführt und die haben Interessen an den jässlichen Dingen. Aber in der Gruppe von den jässlichen Dingen, du kannst finden in uns Hort Sachen nennen, planten, um uns Hort mehr. Und dort brauchen wir nicht looten. Allein der Herr kann uns von dort beschützen. Und wir brauchen uns nicht looten, mitreden, dort wir ab ein Horror wollen. In Wendjewellen, in Tierich, er lud, da wir ein jässlicher Selbstmord begonnen. In denen wir das Waschmieten, das jässliche, in guten Gunst in der Welt nennen. Und dort werden wir nicht. Mach Gott uns beschützen, du fährst. Vielleicht du hier ab, ich will beten mit den Top, du wirst postend essen. Dann wird noch ein Leute gesungen worden, dann wird Enrique Schluss mehr. Herr Jesus, wir sind dir dankbar für deine Geduld zu uns. Wir sind dir dankbar, dass du uns das belehrt hast und dein Wort abgeschrieben hast, wo wir sagen können, wo du hast den Mörder, Judas, aber auch unser Sinn, auch an alles du teufiert, dass du hast dein Leben gegeben, aber wir den Plan, an den du uns raten küsst, und du sei wie die von Horten dankbar für.
möchtest du auch nie wieder für Stunden, der du gerade sein, dass wir nicht machen, Sünden in das Leben tochluten, sondern wenn wir morgen, dass du Sünden hast, dass wir Buße tun und dass wir einfach du wahre Hand gegeben sind und dein mit dem Rennen abbrechen hat. Möchtest du dir Jungs segnen, Weisheit geben, Kraft geben, deine Entscheidung zu mir und du danke für die Fähre. Amen. Tja, ich sagen, wollen wir dann nie ein Leid hier.